herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone mit mir, dem Nature. Und in der letzten Folge mussten wir leider uns geschlagen geben mit unserem Magier-Deck mit einem 5:3 und haben aber direkt auch schon wieder begonnen, unser nächstes Deck, nämlich das Deck des Kriegers, zu bauen. Und das ist eigentlich sieht eigentlich auch ganz passabel aus. Es hat, glaube ich, ein paar Schwächen im Endgame. Leider, leider. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir ein aggressives Deck. Und wenn wir das so ausspielen können, dann wird das was. Und schauen wir uns jetzt einfach mal an, was das Deck so kann. Synergien sind auf jeden Fall genug drin. Und ich denke, auf jeden Fall zumindest 3-3 oder auch ein positives Ergebnis lässt sich damit auf jeden Fall auch wieder erwirtschaften. Oh, und da haben wir erstmal gegen einen russischen Mitspieler. So, sind auch zuerst dran. Den Schredder legen wir erstmal weg. So, die Blutsegelräuberin. So, Druiden habe ich auch lange nicht mehr in der Arena gesehen. Da kommt auch direkt der junge Drachenfalke. Dann fangen wir direkt mal mit unserem Skrokolisken an. So, was kommt jetzt bei ihm? Lange zögert. Schön wäre, wenn nur die Volksfähigkeit, die Rassenfähigkeit, Klassenfähigkeit kommt, so. Die Volks-, nein, die Rassenfähigkeit, ja, das ist klar, warum, was auch sonst. So, was haben wir hier? Das ist alles, so, naja. Panther oder erstmal den Kollegen Drachenfalken weg. Ich würde sagen, wir nehmen da einfach mal unseren Fleischfresser-Ghoul und räumen erstmal den hier ab und hoffen, dass er so ein bisschen sich darauf konzentriert jetzt gleich, dass wir in der nächsten Runde eventuell das Board clearen können, um unseren Schafseher auszuspielen. Weil der, wenn wir da noch einen kleinen Buff erhalten würden, das wäre schon ziemlich nice. Für den guten muskelbepackten Ork. Ganz interessant, wo die Muskelstränge da lang verlaufen. Also mit Trizepsproblemen sollte der auf jeden Fall nicht zu kämpfen haben. So, ja. Das ist nicht so das, was wir uns gewünscht hatten. Aber dann kontern wir mit der anderen Erntemaschine. Greifen wir unsererseits einfach mal an, weil viel mehr können wir jetzt gerade sowieso nicht machen. Alles andere lohnt sich jetzt erstmal nicht. So, der Pels Grizzly. Oh, und da kommt seine Mikromaschine. Und die können wir auch halt erstmal nicht groß angreifen, traurigerweise. Wir können nur einen Berserker ausspielen und uns schieben, und ansonsten bleibt uns da erstmal nicht so viel übrig. Da können wir noch angreifen, aber ansonsten ist da erstmal nichts drin gewesen. Müssen wir gleich zusehen, dass wir so ein bisschen mit der Dominanz in dem Spiel wiederbekommen, dass wir ein bisschen Gas geben können, um da ein bisschen Druck auf ihn auszuüben.
Denn wie ich schon sagte, unser Endgame ist jetzt nicht so gut aufgebaut und wenn der dann richtig anfängt zu rollen, der Druide, dann kriegen wir den nicht mehr unter Kontrolle. Dann wird das nämlich ein bisschen problematisch werden. Okay, er geht also voll Druck auf uns. So, das ist gut. Hier kriegen wir erstmal eine Waffe. Und die können wir mit unserer. Oh, das ist ja nur ein Wutanfall, sehe ich. Ist mir gerade eingefallen. Egal, dann räumen wir erstmal den hier ab. Und holen jetzt erstmal die Mikromaschine weg, weil die dann doch sonst ein bisschen well wird. Er wird jetzt auf jeden Fall erstmal den hier abräumen, mit dem Kleinen. Weil ein Neuner kann er natürlich nicht ohne weiteres stehen lassen. Ich hoffe, dass er gleich in den Mutterfall kriegen, dass unsere Waffe ein bisschen gebufft wird, um die Blutsegelräuberin zu verstärken. Illuminatorin. Geheimnisse gibt es beim Druiden glücklicherweise keine. So, dann nutzen wir natürlich, die haben beide zwei Angriff. So, und jetzt können wir natürlich sogar beides hier ausspielen. Oh, der lebt ja noch. Achso, ich kann ja noch selber angreifen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas fehlt ja noch. Das Board muss. Ich hatte so im Hinterkopf, dass das Board clear ist, aber irgendwas fehlte noch. Und das war's. Ein eigener Waffenangriff. So, und der Druide hatte glücklicherweise keine so starken Feld-AEs. Da ist ja nur der Sternenregen und der Prankenhieb. Und der Prankenhieb macht ja nur einem Ziel 4 Schaden und ansonsten nur. 1. So, und da kommt das Sternfeuer. Die innere Wut ist jetzt natürlich ideal für unseren Schamanen. Und dadurch greift er erstmal richtig dick an. So, das, die Axt lassen wir erstmal so für den Fall, dass wir den Piraten ziehen. Den anderen, damit er ein bisschen weniger kostet. Und für den Fall, dass er irgendwas mit einer 1 hinten ausspielt oder wo uns die 1 am Ende noch fehlt, zum Vernichten. So, und das ist was meint ihr, wenn man erstmal so ein bisschen die Kontrolle wieder hat, baut der Krieger dann doch ziemlich schnell ziemlich viel Druck auf. Gerade mit hier so einem Scharfseher, wenn der noch durch eine innere Wut oder so gebufft wird. Geht das doch ziemlich schnell ganz gut ab. So. Jetzt müssen wir gerade mal rechnen. Wir haben 5, 5. Damit hauen wir ihn auf jeden Fall aus den Socken. Da führt leider auch kein Weg dran vorbei. Und dann haben wir es auch eigentlich auch schon geschafft, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. So, dann wünschen wir noch ein gut gespielt. Und hoffen gleich auf eine zweite, schnellere Runde. So. 3 Spiele mit einer beliebigen Klasse, wieder 40 Gold. Balken eingeheimst für den Level-Up vom Krieger. Sehr schön, und den ersten Sieg. So, hoffen wir mal, dass das zweite Duell ein bisschen schneller vonstatten geht.
Würdige Gegner. Ist klar. So, Shami als Gegner. Wir haben auf jeden Fall erstmal was, das werden wir erstmal wegschmeißen. Und hoffen, dass wir da was Besseres ziehen. Es geht so. Schauen wir mal, was der Herr Kollege Gegner tut. Auch erstmal nichts, aber da wählen wir direkt erstmal unser Schweinchen. Dafür ist es da, um erstmal ein bisschen anzuklopfen und Hallo zu sagen. Das sieht auch deutlich bedrohlicher aus, wenn man WoW gespielt hat. Und dann weiß man, so schlimm sind die Schweine gar nicht und so böse sehen die auch gar nicht aus. So, und da kommt erstmal der Spotter. Jetzt wird das mal im Spiel mal unser instabiler Ghoul. Und der wird erstmal in einen Frosch verwandelt, leider, leider. Aber immerhin ein Frosch mit Spott. Spottender Frosch. Spottfrosch. So. Gott sei Dank kriegt er auch den Buff durch Gegnerische. So, die feurige Kriegsaxt, sehr schön. Können wir auch direkt mit Spalten kombinieren. Jetzt muss ich hier kurz mal überlegen, wie wir das tun. Kriegt alles nicht so sehr viel. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das Spalten erstmal auf der Hand. Greifen hier mal ein. Und machen den hier weg. Hier nur einen Schaden. Und fertig. Die Münze behalten wir auch nochmal. Ist ja noch kein Grund, die jetzt einzusetzen. Unbedingt. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? So, das ist natürlich traumhaft. Wenn der jetzt nicht noch abräumt, dann ja, würde ich sagen, Dankeschön. Nette Geste. So, dann räumen wir den mal mit unserer Waffe ab. Und dann knallen wir hier mal mit 10 rein. So, natürlich jetzt gerade sehr, sehr schön, dass er den freiwillig so hoch gepusht hat. Da sagt man natürlich als Kriegerchen nicht nein. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. So, der Armani-Berserker ist jetzt auch nicht so wild. So, und was kriegt er? Das Gottesschild. Ja, da würde ich sagen, damit war's das. Gut gespielt. So, damit können wir ihm sogar nochmal einen Schaden zufügen. Einfach because we can. Oh, so, sorry. Ja, da würde ich sagen, das ist der schnelle Sieg, den wir uns eben gerade noch gewünscht haben. Auch mal ein Level-Up für unseren Krieger. Und damit steigen wir auf 2 Siege auf. Ja, ein schönes Duell und ein noch schöneres, würde ich sagen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann, jetzt muss ich gerade überlegen, was ich sage. Und wenn ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo oder beziehungsweise und ein Like für das Video da. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Hearthstone mit mir, dem Nature. Macht's gut!